Müssen die Frauen hier auch in Deutschland bei Regen und Matsch auch lange Gewänder tragen? In unseren Ländern gibt es keinen Regen und Matsch. In unseren Ländern, wenn es regnet, dann regnet es. Und der Schlamm und Matsch sieht nochmal ganz anders aus. Ja, hier ist alles asphaltiert und alles drum und dran. In unseren Ländern sieht das anders aus. Ja, müssen sie. Die Überlieferung ist von Salama radiallahu anha wa ardaha bei At-Tirmidhi und Sheikh al-Albani sagt, dass sie sahih ist. Sie sagte, o Gesandter Allahs, sollen wir Frauen nicht unsere Füße bedecken? Weil als der Prophet s.a.w. über Isbal geredet hat, dass das Gewand nicht unter den Knöcheln sein soll, dachte Salama, es ist auch für die Frauen so. Er sagte, als sie gefragt hat, sollen die Frauen ihre Füße bedecken? So sagte er, ja, die Frauen sollen ihre Füße bedecken. Dann sagte Salama radiallahu anha, das wird aber nicht alles komplett bedecken. So sagte er, sie soll eine Handspanne das über den Füßen tragen. Weil Salama sagte, es werden die Füße sichtbar sein, wenn man läuft zum Beispiel. Wenn es nicht richtig bis unten ist, dann hat der Prophet s.a.w. gesagt, dann soll sie eine Handspanne länger machen. Und dann sagte sie, aber das Gewand wird doch schmutzig werden. Er sagte, die Erde reinigt es. Die Erde reinigt es. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.